play there, actually, from Killefish. Ridiculous match. Yeah, that's a great comeback for Killefish. Oh, no. Killefish are going to LA. Yo, servus Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Schaux und ich hätte mal eine Frage an euch. Und zwar mir ist nämlich aufgefallen, so dass die Klicks ein bisschen zurückgegangen sind hier bei unserem Killerfish Call of Duty Kanal und natürlich auch irgendwo verständlich, da wir die letzten Wochen kein aktives Team hatten. Aber ich plane natürlich wieder einiges hier im Kanal zu bringen. Vielleicht habt ihr auch schon gemerkt, dass wieder regelmäßige Videos kommen, wieder ein bisschen mehr Videos kommen jetzt. Und es werden natürlich auch noch einige Videos da vom Team kommen. Listen-ins auf jeden Fall, von Cup-Matches und natürlich auch von guten Scrims. Und ich wollte einfach mal fragen, ob ihr irgendwie bestimmte Anregungen oder Wünsche für Videos habt. Wie gesagt, gewisse Dinge sind geplant oder ich habe auch zum Beispiel geplant, falls es euch interessiert, dass ich die Player Profile Series wieder weitermache, also dass ich mit jedem Spieler mich einzeln in den Skype-Call setze oder in den Teamspeak setze und mit dem einfach ein bisschen Quatsch so, wie zu der ganzen Geschichte gekommen ist und so weiter, dem einfach ein paar Fragen beantworte, ein paar Fragen stelle und er die dann für euch beantworten kann. Und das ist auf jeden Fall schon wieder geplant. Ich habe auch noch geplant, vielleicht wieder Klassen-Setup-Videos oder Road to Grandmaster, League Play, vielleicht auch League Play mit Abonnenten und so weiter. Und natürlich sind auch Screams geplant in Zukunft. Es ist wirklich einiges geplant, aber ich wollte einfach mal hier an der Stelle fragen oder euch fragen, was habt ihr für Wünsche, was habt ihr für Anregungen, was würdet ihr gerne hier bei uns am Kanal sehen, welche Videos fehlen euch hier, beziehungsweise was ist euch zu viel hier am Kanal. Ich meine, momentan haben wir nicht so viele Videos. Momentan sind auch sehr, sehr viele Vlogs von mir, das weiß ich natürlich auch, aber ich wollte natürlich nur den Kanal am Leben erhalten und wollte euch natürlich auch weiterhin am aktuellen Stand halten, aber wie gesagt, es wird natürlich mehr Content jetzt auch vom Team selber oder übers Team selber kommen und daher wollte ich euch einfach fragen, habt ihr irgendwelche bestimmten Anregungen, irgendwelche bestimmten Wünsche, was wir in Zukunft machen sollen, schreibt mir das bitte in die Kommentare, würde mich echt interessieren, was man hier noch verbessern kann, natürlich auch gerne Kritik, wenn euch irgendwas überhaupt nicht hier im Kanal gefällt, schreibt mir das auch in die Kommentare, ich bin offen für Kritik, bitte aber normale Kritik und keine Hatereien. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen, wir hören uns die Tage wieder, bis dann, ciao, servus, euer Schocks.